Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, Hallo zusammen. herzlich willkommen zu unserem Video zur E-Funktion und ihrer Ableitung. Bevor wir zu dieser speziellen Funktion kommen, zunächst mal allgemein nochmal zu Exponentialfunktionen. Die kennt ihr schon, ein Beispiel davon wäre 2 hoch x. Wie kann ich denn den Graphen so einer Funktion skizzieren? Ja, das Schöne ist, bei jeder Exponentialfunktion kann man immer zwei Punkte ganz leicht einzeichnen. Es wäre an der Stelle x gleich 0 und x gleich 1. Wie bestimmt man denn den Punkt an der Stelle x gleich 0? Okay, fangen wir damit an. Ich würde den x-Wert 0 nehmen und in die Funktion einsetzen. Also f von 0, das wäre dann 2 hoch 0. Mhm. Und jetzt muss man sich merken, was wir schon ein paar Mal auch gesagt haben, irgendeine Zahl hoch 0 ist immer 1. Gut, sehr gut. Den Punkt kann ich auch direkt einzeichnen. Also an der Stelle 0 ist der y-Wert 1. Gut. Jetzt die zweite Stelle. Wir haben noch gesagt f von 1. F von 1 setzen wir auch ein. Haben wir f von 1 gleich 2 hoch 1. Und naja, jede Zahl hoch 1 ergibt immer wieder die Zahl. Also in dem Fall 2. Gut, und auch hier machen wir ein Kreuz an der Stelle x gleich 1. Ist der y-Wert 2. Dann können wir auch diesen Punkt einzeichnen. So, jetzt haben wir zwei Punkte. Jetzt können wir den Graphen skizzieren, denn wir wissen den groben Verlauf. Wir können es uns ungefähr klar machen, wenn wir für x eine sehr große Zahl einsetzen, dann wird der Graph relativ steil nach oben gehen. Und für negative Zahlen, dann geht der Graph hier nach unten und nähert sich so ein bisschen der x-Achse an. Das liegt daran, dass ein negativer Exponent ja immer bedeutet, dass man 1 durch das Ganze macht. Und wenn man hier zum Beispiel minus 1000 einsetzt, dann haben wir 2 hoch minus 1000, also das gleiche wie 1 durch 2 hoch 1000, also 1 durch eine riesengroße Zahl. Und das ist ganz nahe bei 0. Und deswegen sieht unser Graph folgendermaßen aus. Und genauso wie gerade eben beschrieben ist der Verlauf. Wir haben hier eine Annäherung an die x-Achse für Werte von x kleiner als 0. Und hier geht das Ganze steil nach oben. Gut, und hier ganz, ganz rechts haben wir noch ein anderes Beispiel. Hier ist die Basis 3, also f von x gleich 3 hoch x. Hier können wir auch wieder zwei Punkte ganz leicht einzeichnen. Das könnt ihr auch. Macht es genauso wie links bei der Funktion 2 hoch x. Die Lösung gibt es in 3, 2, 1. So, ihr seht, wir haben zwei Kreuze eingezeichnet. An der Stelle x gleich 0 ist der Wert immer 1. Das ist übrigens bei allen Exponentialfunktionen so. Ist immer dieser Wert. Und hier an der Stelle x gleich 1 ist er diesmal 3. Und dann haben wir den Graph der Funktion genauso oder sehr ähnlich wie bei der Funktion vorher eingezeichnet. Okay, was mich jetzt interessieren würde, wir haben ja die ganzen letzten Videos über Ableitungen gesprochen. Können wir auch von 2 hoch x und von 3 hoch x die Ableitungsfunktion bestimmen? Ja, leider nicht. Alle unsere Regeln gelten nur bei Potenzfunktionen. Wir sind ja hier bei Exponentialfunktionen. Alle unsere Regeln gelten ja leider nicht. Okay, aber wir können uns zumindest mal am Graphen hier drüben von 2 hoch x mal überlegen, wie würde der Graph der Ableitung ungefähr aussehen? Okay, das können wir machen. Also wir sehen ja die Funktion, die steigt die ganze Zeit. Was heißt das für ihre Ableitung? Na gut, wenn eine Funktion die ganze Zeit steigt, muss die Ableitung oberhalb der x-Achse liegen. Genau, also der Graph liegt oberhalb. Mhm. Okay, und am Anfang, da ist die Steigung hier relativ gering. Was heißt das über den Graph der Ableitung? Na gut, da muss die Ableitungsfunktion relativ kleine positive Werte haben. Richtig. Und hier so am Ende, da ist sie relativ steil. Was heißt das? Da muss die Ableitungsfunktion relativ große positive Werte haben. Mhm. Dann können wir sie ja grob einzeichnen, oder? Ja, und zwar wäre der Verlauf folgendermaßen. Okay, also das ist jetzt wirklich überraschend. Da sehen die Ableitungsgraphen fast genauso aus wie der Graph der eigentlichen Funktion. Hier liegt es unterhalb, hier liegt es oberhalb. Jetzt stellt sich mir die Frage, das ist ja die Basis 3 und das ist die Basis 2. Gibt es irgendwo zwischen den beiden vielleicht eine Basis, wo die Ableitung und die Funktion den gleichen Graphen haben? Ja, tatsächlich, die gibt's. Und zwar, wenn die Basis 2,7183 ungefähr ist. Hui. Ja, und genau diese Exponentialfunktion wollen wir euch jetzt mal vorstellen. Gut, hier haben wir f von x gleich 2,7183 hoch x. Und wir sehen hier, hier haben wir nur einen Graphen. Warum? Naja, die Ableitung, also der Graph der Ableitung, liegt hier exakt auf dem Graphen der Funktion f drauf. Genau, und auch hier haben wir natürlich zwei Kreuze wieder eingezeichnet. F von 0 ist auch hier wieder 1, wie immer. Und f von 1 ist wie immer auch die Basis, also 2,7183. Jetzt müssen wir aber ein bisschen ehrlich sein. Tatsächlich ist es so, für die Basis 2,7183
wäre es noch nicht ganz exakt. Also so, dass wir es bloß im Auge jetzt nicht erkennen würden, aber es wäre noch nicht exakt drauf, sondern das ist eigentlich eine Zahl, die unendlich weitergeht. Das ist eine spezielle Zahl, das ist die sogenannte Eulersche Zahl e. Und insofern kommt auch der Name e-Funktion. Das heißt, wir werden eigentlich jetzt in Zukunft auch nicht 2,7183 schreiben, sondern hier steht einfach ein e. Und diese e-Funktion wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Okay, die e-Funktion heißt bei vollem Namen natürliche Exponentialfunktion. Gut, die hat die Basis e ungefähr 2,7183. Den Graphen links, den müsst ihr einfach auswendig können. Also den müsst ihr im Schlaf, wenn wir euch fragen, zack, müsst ihr den hin zeichnen können. Gut, und es gibt einige wichtige Eigenschaften, die einige nur bei der e-Funktion gelten, manche auch für alle Exponentialfunktionen. Wir gehen sie einfach mal durch. Gut, das erste ist, dass f von x größer 0 ist. Immer, also immer positiv. Und zwar für alle x-Werte. Das zweite wäre, haben wir gerade schon gesagt, die Ableitungsfunktion und die eigentliche Funktion stimmen überein. Und auch ihr Graph ist dann der gleiche. Wichtig, wir sehen es auch im Graphen, es gibt keine Hoch- und Tiefpunkte, also keine Extrempunkte und auch keine Wendepunkte. Es geht nämlich die ganze Zeit schnurstracks nach oben. Übrigens eine Linkskurve. So, und die letzte Eigenschaft, zwei Stellen, die man sich immer merken soll, die haben wir jetzt auch mehrfach erwähnt, f von 0, das wäre e hoch 0, das ist immer 1 und? Und f von 1, das ist e hoch 1, also hier e und allgemein einfach immer die Basis. Ihr müsst euch jetzt nicht diese Zahl hier merken mit diesen allen Nachkommastellen, aber ihr solltet euch ganz grob merken, um skizzieren zu können, dass grob e 2,7 ist. Das kriegt man, glaube ich, in den Kopf rein. Gut, dann schauen wir uns ein paar Aufgaben dazu an. Okay, wir kommen zur Aufgabe. Bestimme die Ableitung der Funktion f und vereinfache das Ergebnis, falls möglich. Wir fangen an mit der a, f von x gleich e hoch 2x. Da ist jetzt ein bisschen was anders. Ja, und zwar wissen wir ja, dass die Ableitung der e-Funktion die e-Funktion ist. Also wenn wir hätten e hoch x, wäre die Ableitung e hoch x. Jetzt hier ist hier aber eine Verkettung. Kennen wir schon, bei der Verkettung ist eine äußere Funktion und die innere Funktion. Was sind hier die äußere? Die äußere Funktion ist einfach e hoch irgendwas. Und die innere Funktion ist 2 hoch x. Und wir erinnern uns, bei der Kettenregel war die Regel, wir leiten erst die äußere Funktion ab und multiplizieren das dann mit der inneren. Machen wir das mal. Gut, dann ist die Ableitung f' von x, also erst die äußere Ableitung. Die äußere Ableitung war ja auch die e-Funktion. Bleibt dann einfach. Die bleibt, wie sie ist. Also ist gleich e hoch 2x. Das kann man immer abschreiben. Kann man sich merken, beim Ableiten mit der e-Funktion, einmal kommt e inklusive allem, was dazugehört, unverändert und muss jetzt mit der inneren Ableitung multipliziert werden. Was ist denn die innere Ableitung von 2x? Ja gut, 2x abgeleitet gibt einfach 2. Also schreiben wir einfach mal 2. So, und jetzt wäre noch eine wichtige Sache. Es hieß oben ja schon, vereinfache soweit als möglich. Einzelne Faktoren wie die 2 hier schreibt man immer nach vorne. Also sprich, wir schreiben 2 e hoch 2x als Ableitung. So, kommen wir zur B. Die sollt ihr selber machen, aber da ist ein bisschen was anders als bei der A. Was denn? Ja, erstmal ist der Faktor 4 vorne dran, aber gut, das ist ein konstanter Faktor. Faktorregel, das kennt ihr, der bleibt einfach. Okay, und dann hat sich hier in der Exponenten sieht ein bisschen komplizierter aus, aber auch das kriegt ihr hin. Und die Lösung? Gibt es in 3, 2, 1. Gut, damit ist die Ableitung f' von x gleich 4. Die 4 bleibt einfach stehen nach der Faktorregel. Mal e hoch 3x plus 1. Das hatten wir gesagt, die äußere Funktion abgeleitet. Einfach immer hinschreiben. Super einfach. Mal die innere Funktion. 3x plus 1 abgeleitet gibt mal 3. Das vereinfachen wir noch, dass wir das mal 3 und vorne die 4 zusammenfassen zu 12. Also 12 e hoch 3x plus 1. Gut, dann kommen wir zur c. Die sollt ihr auch wieder selber machen. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben hier ein Malpunkt und links und rechts davon taucht ein x auf. Was war da nochmal los? Richtig, immer wenn ein x in beiden Faktoren auftaucht, dann müssen wir die Produktregel machen. Das heißt, wir haben zwei Funktionen, u und v. Was sind hier u? U wäre hier Cosinus von 2x. Und v? Wäre e hoch minus 3x. Und ihr schreibt jetzt bitte mal nur diese beiden Funktionen, u und v, einzeln raus, leitet die beiden ab, dass wir u' von x und v' von x haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder, und zwar in 3, 2, 1. Gut, u von x ist Cosinus von 2x. Die Ableitung davon, na, da steckt auch die Kettenregel drin. Die äußere Funktion ist der Cosinus. Die gibt abgeleitet minus Sinus von 2x. Und dann noch mal die innere Funktion, beziehungsweise die Ableitung der inneren Funktion.
Die innere Funktion ist 2x, die Ableitung davon ist 2, also mal 2. Das können wir noch vereinfacht schreiben zu minus 2 Sinus von 2x. Okay, und v von x, da steckt jetzt diese neue e-Funktion drin. Ableiten erstmal die äußere Funktion. Das Ganze, was links steht, komplett abschreiben. Übrigens immer, nie ändert sich hier drin irgendwas. Und dann noch mal der inneren Ableitung, also die Ableitung von minus 3x. Da bleibt gerade der Faktor minus 3 übrig und auch der wird schön nach vorne geholt. Damit haben wir jetzt alle vier Bausteine, die wir brauchen, um die Produktregel zusammenzusetzen. Wie müssen wir zusammensetzen? Na gut, wir müssen u von x, das da oben, mal v' von x plus v von x mal u' von x. Gut, das könnt ihr machen. Das Ganze auch gleich schon mal eine Runde sortieren, dass es nach was aussieht. Und die Lösung gibt es in 3, 2, 1. Okay, wir haben es hier so zusammengesetzt, wie gerade eben erklärt. Das müssen wir nicht nochmal genauer sagen. Wichtig wäre nochmal die Sortierung. Wir schauen es uns hier unten an. Ganz nach vorne. Vorzeichen, dann Zahlen, dann E-Potenzen, also die E-Funktion. Und zum Schluss dann, wenn ein Kosinus oder ein Sinus vorkommt. Genauso haben wir es bei der zweiten gemacht. Minus, Zahl, E-Funktion, Sinus, Kosinus. Euch würden wir bitten, auch euch an diese Formatierung eurer Lösung zu halten. Dann sieht es nämlich immer nach was aus. So, und das war's auch schon. Genau, und weitere Übungen gibt es wie immer in der Stunde. Bis dann. Tschüss. Hey, wir sind's nochmal. Und zwar haben wir noch zwei kleine Tipps für euch. Der erste Tipp wäre ein Video, was hervorragend zu dem aktuellen Video passt. Und vielleicht habt ihr ja noch nicht unseren Kanal abonniert, dann würden wir euch empfehlen, macht das, dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. So, das war's jetzt aber wirklich. Ciao. Tschüss.